Es hat sich ausgelesen. Seit heute ist die islamistische Vereinigung Die wahre Religion verboten. Und damit auch LIS, ihre Korankampagne in vielen Fußgängerzonen. Am frühen Morgen um 6:30 beginnt eine Großrazzia in 10 Bundesländern. Die Polizei durchsucht knapp 200 Wohnungen und Büros von Mitgliedern des Salafisten-Netzwerks. Ein Drittel davon in Hessen. Dazu Innenminister Peter Beuth. Wir dulden in unseren Fußgängerzonen keine Fanatiker, die versuchen, junge Menschen zu radikalisieren und in den Dschihad zu schicken. Mit dem Vereinsverbot ist bundesweit ein wesentlicher Radikalisierungsfaktor ausgelöscht. Den Verein Die wahre Religion gibt es seit 2005. Gegründet wurde er von diesem Mann, dem Palästinenser Ibrahim Abu Naji. Etwa 70 Mitglieder soll die Gruppierung allein in Hessen haben. Islamexpertin Susanne Schröter weiß, wie sie ticken. Die wahre Religion ist eine salafistische, antidemokratische Organisation, die, wie der Name schon sagt, mit einem Exklusivanspruch auftritt. Im Übrigen richtet sie sich auch gegen alle Muslime, die nicht Salafisten sind. Die wahre Religion heißt der salafistische Islam. Das ist die einzige Religion, die wirklich Bestand hat. Besonders gefährlich die Koranverteilaktion der Gruppierung namens LIS in Städten wie Frankfurt, Fulda oder Limburg. Was wie ein freundliches Geschenk aussieht, ist in Wahrheit ein Mittel, um neue Kämpfer für den Dschihad, also den Heiligen Krieg, zu rekrutieren. Ja, sie sprechen junge Leute an und machen eine erste Kontaktaufnahme. Und dann wird sehr schnell eingeladen in private Zirkel, wo es weitergeht, wo man Freundschaften findet. So eine Art Ersatzfamilie bieten sie. Aber dann geht es eben auch hart zur Sache. Das heißt, diese jungen Leute werden gehirngewaschen. Die werden mit einer Ideologie gefüttert, die absolut gefährlich ist. Die wahre Religion soll dem IS zuarbeiten und hinter der Ausreise von 140 Menschen nach Syrien und in den Irak stecken. Dem soll nun auch in Hessen ein Ende gesetzt werden, mit dem Verbot und der Razzia in Frankfurt, Offenbach, Limburg, Marburg, Kassel und in der Wetterau, so Max Weiß vom Landeskriminalamt. Es ist nicht so, dass der Koran oder eine Verteilung des Korans generell nun verboten ist. Es handelt sich hier lediglich um ein Verbot dieses Vereins, die wahre Religion. Natürlich wollen wir die Religionsfreiheit anderer muslimischer Mitbürger und auch von Mitbürgern sämtlicher oder jeglicher anderer Religion nicht einschränken. So wie hier in Berlin stellen in Hessen 600 Polizeibeamte Datenträger, Laptops und Flyer sicher. Ob die Gruppierung dadurch alle Aktivitäten einstellt, bleibt